auch wenn es in der Vergangenheit hin und wieder Zwischenfälle mit russischen Trägerraketen gegeben hat. Als die Proton-M um 10.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur abhob, schien die Anspannung bei der in Darmstadt versammelten Führungsspitze der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA nicht sonderlich groß zu sein. Doch der Flug zum Mars stellt auch nach der technisch noch anspruchsvolleren Kometenlandung für Europas Raumfahrtexperten bei weitem keine Routine dar. Die Geschichte hat gezeigt, dass 40% der Missionen, die versucht haben, den Mars zu erreichen, gescheitert sind. Für Europa, für ESA, ist erst die zweite Mission in der ganzen Geschichte und die erste war vor 13 Jahren. Also keine Routine im Moment. Alles ist sehr, sehr kompliziert bei so ein Unternehmen. Der heutige Start dient der Vorbereitung der zweiten Phase des europäisch-russischen ExoMars-Projektes, das in gut 2 Jahren auf unserem Nachbarplaneten nach Spuren von Leben suchen soll. Das wäre allein aus, ich sag mal, philosophischer Sicht natürlich eine unglaubliche Erkenntnis, dass wir nicht einzigartig in diesem Universum sind. Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, wenn es auf dem Mars vor vielen Milliarden Jahren tatsächlich mal viel Wasser gegeben hat, möglicherweise Leben dort gegeben hat. Es hat sich geändert. Kann das sein, dass dieses Schicksal unserem eigenen Planeten auch bevorsteht? Eine unendliche rote Staubwüste. Sieht so die Zukunft der Erde aus? Und könnten eines vielleicht gar nicht mehr so fernen Tages Menschen hier auf dem Mars dauerhaft überleben? Kolonialisierung ist sehr weit weg. Ich denke, wenn wir heute von vielleicht 1-2 Jahrzehnten sprechen, dann ist das erstmal eine erste astronautische Mission, die dorthin aufbricht, die dann für eine begrenzte Zeit, vielleicht wenige Wochen, sich auf der Oberfläche aufhält, wissenschaftliche Daten sammelt, Proben sammelt und dann wieder zur Erde zurückkehrt. Als nächster Schritt wäre natürlich vorstellbar, dass man eine Station dort errichtet, die es ermöglicht, dann für längere Zeiträume zu forschen. Ob das dann mal in ferner Zukunft dazu führt, wirklich so wie man das heute in Science-Fiction-Filmen sieht, dass man da eine Kolonie aufbaut, das ist sehr, sehr weit weg. Im Moment steht erstmal die Wissenschaft im Vordergrund und die Technologien, die dafür erforderlich sind. Am roten Planeten angekommen, soll sich die heute gestartete Sonde aufteilen. Das ausgesetzte Landemodul Schiaparelli soll auf der Marsoberfläche aufsetzen und unter anderem Daten zu Sandstürmen sammeln. Der Forschungssatellit Trace Gas Orbiter soll den Planeten umkreisen, die Atmosphäre analysieren und mit einem Neutronendetektor nach Eis unter der Oberfläche suchen. Davor liegt allerdings noch ein weiter Weg. Eine lange Reise von 7 Monaten, bis wir zum Mars ankommen. Da wird es wieder kritisch. Wir müssen 2 Sachen praktisch gleichzeitig operieren. Zuerst müssen wir die Antriebe an Bord betätigen, um die Sonde zu bremsen, damit sie in Umlaufbahn mit dem Mars, um den Mars kommt. Gleichzeitig landet der Landedemonstrator Schiaparelli, also unser Testgerät, der muss zeigen, dass wir alle Technologien beherrschen für die Landung. Wir haben das noch nicht gemacht und da muss es klappen. Voraussichtlich Mitte Oktober heißt es dann also wieder Daumen drücken in Europas Raumfahrthauptquartier in Darmstadt.